Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BNG Drive. Heute, also dieses Wochenende ist ein extrem geiles Wochenende für viele Motorsportfans, weil alle möglichen Rennserien zurückkommen und ganz viel Racing ist. Und alleine heute habe ich vier Events, die ich gucke. Und morgen sind auch nochmal zwei weitere. Und machen wir da auch mal ein bisschen Racing hier in BMG. Wir haben eine neue Szenario-Mod, die einige Szenarios hinzufügt hier auf der East Coast USA Map. Und das hier ist ein Szenario, in dem wir ein Highspeed-Rennen haben. Oh Gott. Und so wie ich die East Coast Map kenne, wird das eher in Crashes enden als in irgendwas anderem. Mal schauen. Und der Grand Marshal wird es auf jeden Fall nicht durchschaffen. Knallt er gegen den? Ja. Und jetzt in uns rein? Oh, ganz knapp. Oh, okay. Failed. Too bad, try again. Alles klar. Es sind, glaube ich, irgendwie neun Rennen oder so. Es sind einige Rennen. Wir probieren es nochmal. So. Eben jetzt ja auch schon gleich mit dem Dreher angefangen. Hier ordentlich. Aber. Komm schon, wollen wir mal hier näher rankommen. So. Highspeed auf der East Coast Map ist immer fies. Können wir den ein bisschen drehen. Oh, ich habe mich selbst auch rausgehauen dabei. Schaffen wir es noch zu retten? Ja. Wow, er zerschellt am Baum. Ich versuche gegenzulenken. Oh, gerade so gefangen. Jetzt muss ich nach. Ja. Oh Gott, wir sind auch schon ordentlich zerstört. Okay. Komm schon. Wir fahren doch. Also unser Sitz rechts ist ein bisschen zerstört. Und die ganze rechte Seite ist komplett kaputt. Aber hey, mal schauen. Vielleicht crasht hier vorne noch einer. So, Checkpoint 1. Oh Gott. Kurven. Da ist einer gecrashed. Ich kann gerade noch so halten. Oh, jetzt kann ich aber nicht mehr lenken. Ich kann nicht mehr lenken. Ja, war geschrott. Und. Ah, okay. Okay, ich zeige euch mal kurz die Szenarios, die es gibt. Dafür müssen wir natürlich einmal nur Steuerung E drücken oder Escape drücken. Dann gehen wir auf. Nein. Szenarios. So, also hier, die seht die ganzen Rennen, das sind 10 Rennen sogar, das war gerade das Adrenaline Race. Wir hatten Swift Sprint, Tricky Finish, Urban Circuit, hört sich doch gut an. Machen wir mal das und ich cutte euch natürlich die Ladezeit raus. So, und da sind wir im zweiten Rennen, jetzt hier in der Stadt. Wir haben einen Turn BX, wir haben Nitro. Wollen wir direkt Nitro aktivieren? Wobei, nee, lassen wir das nochmal deaktiviert, vielleicht während wir hier um die Kurven fahren. Wir wollen jetzt das aktivieren. Und wollen wir uns dann hier mal ranziehen? Wir deaktivieren wieder Nitro, wir wollen Nitro nur auf den Geraden nutzen, aber wir haben keinen. Ich würde gerade sagen DRS, aber ABS meine ich. So, Heckrumme sind ein bisschen gegengeknallt. So, oh, das war nicht ganz so fair. Tut mir leid, wie immer. Nimm's nicht persönlich. Doch, nimm's persönlich. Alles gut. Kannst gerne versuchen, gegenzukommen. So. Oh nein, gedreht. Natürlich ist das. Nein, genau ist da ein Busstopp, natürlich. Oh, komm schon. Aha! Los! Wir müssen den Covid da vorne kriegen. Haut ab! So, mit Nitro. Komm schon. Oh, wir sind schon halb durchs Rennen durch. Das ist ja kein langes Rennen. Kurz muss ich ein bisschen hier die Handbremse benutzen. So, aber wir kommen ran. Wir kommen ran an den Covid. Wow. Oh, das ist eine scharfe Kurve. Da musste ich kurz geradeaus fahren. Wenn man weiß, dass man crasht, ist das scheiße. Das auch. Das meinte ich aber nicht. Wenn man weiß, dass man crasht, ist es am besten, wenn man einfach kurz geradeaus lenkt. Sonst zerstört man sich noch die Lenkung. Als geradeaus lenkt. Nicht lenkt, so. Sonst zerstört man sich ganz schnell die Lenkung. Das ist eine Lektion, die mir BMG erteilt hat. So. Es ist nicht mehr viele. Noch zwei weitere Checkpoints nach dem hier. Komm schon. Komm. Jetzt ist ein Sprint zum Ende. Komm, wir haben Nitro. Zieh! Komm schon. Zieh den blöden Covid ab. Nein! Vergiss es! Fahren wir noch? Ja, wir fahren noch! Komm schon! Nein, du kannst nicht sagen, dass wir es verfangen haben! Nee, ich fahre da noch ins Ziel. Definitiv gewonnen. Ist mir egal, was das Spiel sagt. Wir haben dieses Rennen absolut gewonnen. Das war die Forza-Taktik, meine Lieben. Ah, okay. Was war es denn mit dem Pleasant Scenery Summer Trails Edge Route?
Ziemlich viele Bäume. Das hört sich doch immer gut an, weil je so viel, desto mehr Bäume sind, desto absolut brutaler werden die Crashes. Und wir mögen doch hier absolut brutale Crashes bei BeamNG, oder? Geben wir es zu, das mögen wir doch alle. So, okay, Sunburst. Aber er ist natürlich aus. Auf geht's. Oh, warum schaltest du da hoch? Schaltet einmal direkt hoch bei 10 km. Ich glaube es nicht, nur weil wir ein bisschen Wheelspin hatten. Das meinst du, warum ich so viel Gas gegeben habe? Weil ich Wheelspin will. Das sah interessant aus in dem Heckspiegel. Ich meine, ich habe es wenigstens geschafft, nicht gegen den Baum zu knallen. Aber, what a rollover. Das war sogar cool. So, hör auf. Nee. Okay, BeamNG, dann bleibe ich halt im manuellen Gang. Jetzt darfst du schalten. Guck, so, manuell geht's doch viel besser. Okay, jetzt aufpassen mit der Kurve, die geht nämlich, die macht zu. Oh, die ist fies, die ist so fies. So, wir sind hier schöne Skittles. Boah, da vorne ist ja einer richtig weit vorne. Mal schauen, die vor uns crashen, glaube ich, gleich. Such mal hier die Lücke. Oh, ohne Kontakt sogar richtig fair vorbei. Anders als eben mit dem Covid. Oh, wo wir von fair reden. Ach so, du dummer Hund. Du Hund. Nee. Nein? Du hast einen Fehler begangen. So, du hast einen ganz groben Fehler begangen. Du. Na, kannst du behalten. So, mein Lieber. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ohne, dass wir jetzt rauskuscheln. Eben habe ich es extra fair gemacht, weißt du? Oh, jetzt habe ich sogar, jetzt habe ich selber hochgeschaltet, weil ich dachte, wir wären noch nicht im ersten Gang. Okay, komm schon. So, die Kurve macht zu. Denk dran. Einlenken, jetzt bremsen, runter. Wunderbar. So. Hier geradeaus. Da habe ich ganz schön viel das Gesicht verlagert. Genau, Gewicht verlagert. Gesichtsverlagerung macht einen schönen Chirurg. Haha. So, weißt du was? Du bist doch eben, der uns rausgecrasht hat, ne? Ich wollte gerade Karma sagen, aber ich wollte warten, bis ich sehe, wie das ausgeht hier. Und das ist nicht gut ausgegangen. Du Hund? Ha! Irgendwo fliegt er. Da oben. Tschüss. So, okay. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es. Ich bin jetzt die Ruhe selbst. Und jetzt werden wir hier durchkommen. So mag ich das. So, werden strategisch fahren und uns den Sieg hier holen beim nächsten Versuch. Beim nächsten Versuch. Da ich habe gemerkt, keine Ahnung, irgendwas. So, jetzt wollen wir hier nochmal so bremsen. Die Kurve auch nicht zu sehr schneiden. Das ist mein Co-Pilot. So, dich mag ich trotzdem noch nicht. Wir lehnen uns einfach mal an in der Kurve hier. Spiegel braucht eh keiner. Überbewertet. So, wenn der uns jetzt... Er schrammt uns schon wieder. Links ist ein Graben, den kannst du gerne mal haben. So, jetzt haben wir ihn aber erstmal wenigstens weg. Okay, Linkskurve, scharfe Linkskurve. So weit waren wir wenigstens noch nicht. Oh, absolut im Grün reingefahren. Okay, jetzt. Die ist scharf. Okay. Wir sind sehr rabiat. Ich glaube, die mögen uns hier nicht. Kann ich mal bitte den Platz haben? Danke. Aufpassen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Genau in die Tür rein. Und da ist auch noch weiter. Okay, einen Versuch haben wir noch. Einen Versuch haben wir noch bei dem Rennen. So, im richtigen Moment schalten. Wunderbar. Schaffen wir es jetzt, Leute? Was meint ihr? Schaffen wir es jetzt, oder? Sagt einfach mal ja, wenn ihr glaubt, ich schaffe. Ich habe gehört, dass du Nein gesagt hast. Irgendeiner von euch hat Nein gesagt. Danke an alle, die ja gesagt haben, aber irgendjemand hat Nein gesagt. Ich habe es gehört. Frechheit. Kein Vertrauen in mich. So, du bist raus. Gut, den haben wir schon mal erledigt. Waren wir hier nicht eben? Nee. Wir sind definitiv um die Kurve gerade. Oh, da gab es kurz einen Ruckler, sorry dafür. Ich habe das wieder nicht gesehen. Das ist schwerer, als es aussieht, okay? Vor allem, wenn man den Game crashen will. Ich bin viel zu schlecht dafür.
Wir nehmen eine Abkürzung. Wir nehmen eine Abkürzung, Leute. Komm. Nein! Geradeaus. Nein! Hätten wir hier überhaupt durchfahren können? Nicht wirklich, sonst hätten wir... Wo ist die Straße? Hier ist sie. Ich erwische die aber nicht. Ich erwische die aber nicht, ich glaub's nicht. Eins. Zwei. Drei. Okay. Oh, das waren nur ein paar Teile. Ah, das war nicht genug. So, wunderbar. Als wäre nie was passiert, ne? Ignoriert die ganzen Teile. ja, das war heute mal ein bisschen absolutes Rennchaos. Waren ein paar geile Crashes dabei. Wenn euch gefallen hat, würde natürlich immer freuen, einen Daumen nach oben oder sowas da lassen. Ihr kennt das ganze Gedöns. Wenn ihr Wunsch habt, schreibt mir unten in die Kommentare und ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. So, ich stelle immer die ganzen, ich stelle mal Thumbnails nach und das ist gerade passiert, als ich hier das Rennen nachstellen wollte. Sorry, das war zu gut, als dass ich es nicht benutzen konnte. Das war zu gutes Thumbnail, als dass ich es nicht benutzen konnte, aber das war auch nicht gut. Jedenfalls, bis dann, tschüss.